Peter? Peter? Ja? Schreihals. Was kostet der Spiegel? Zwischen 10 und 15 Euro. Zwischen 10 und 15 Euro. Nur vorher anrufen, wenn Sie kommen. Okay. Bitte. Tschö. Steckt den ganzen Tag bei den Scheißdingen da hinten. Kann ich rein rauslaufen. Rudolf, Rudolf, Rudolf. Nein, wir machen nur mit Autos. Günther hat die Nase voll. Seit er den Manta hat, ist er nur noch bei dem Manta und nicht da, wo er hingehört. Vorne im Betrieb, was sein Job ist, zu verkaufen. Muss ich mal laufen, muss ich sehen, dass ich ihn kriege. Und der gehört hier vorne her und nicht da hinten. Peter, du musst auch ab und zu mal ein bisschen hier vorne bleiben. Nicht nur immer, seit du den Manta hast, da hinten bleiben, denn die Firma muss ja auch weitergehen. Du musst ab und zu mal hier vorne bleiben. Dein Job ist hier vorne und die Firma muss weiterlaufen. Schön, aber ich muss den Manta bewachen. Trotzdem muss die Firma weiterlaufen und du musst auch erreichbar sein. Die läuft doch weiter. Das ist die Intelligenz von mir. Ich kann da sein, ich kann da sein. Ja, aber du bist immer so schwierig zu erreichen. Ja, die rechte Tür ist da. Günther! Was ist der Günther? Wegen der Tür habe ich geguckt, für die Fiat. Günther! Ja? Horst Günther! Hier, vorne eine Tür! Da liegt immer noch was im Weg. Hätte mal vor dem Weg liegen. Oh, ist das ein Penner. Horst Günther! Du sollst vorne bleiben! Günther! Du sollst nicht weglaufen, nächstes Mal da bleiben! Sonst kann ich dich überhaupt nicht rufen! Wenn ich dich hier in Haus rufe, dann bist du in Frankreich! Die Tür ist da! Die Tür vorne rechts ist da. Kostet? 40 Euro. Kostet 40 Euro. Moment. Kann er am Samstag abholen? Geht in Ordnung. Okay, wie gesagt, nur vorher anrufen, ne? Bitte, tschüss. Günther, geh jetzt schlafen. Ich komm nachher nach. Klar? Bis daher. Bis daher. Das ist eine Penner, gell, Uwe? Hast du das gesehen? Dieser Pfeifenkopf. Ich warte immer da, wenn er sagt, ich soll da warten. Na, Günther? Peter, so schnell bin ich auch nicht. Da lag ein Haufen im Wege. Wie soll ich denn so schnell nach draußen kommen? Ich wusste, wo du warst. Ich wollte ja hin, aber der Haufen musste erst weg. Welcher Haufen? Da lag ein Haufen im Weg. Ein kleiner Haufen aber nur. Ja, aber wegen was bist du Sack denn da hingelaufen? Du, sagst, du sollst da warten. Du hast gesagt, warte hier vorne. Den Haufen habe ich schon aufgestapelt. Lenkräder hast du alles runtergeschmissen, du Sack. Ludolf? Ja.